So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Tja, letztes Mal ein bisschen scheiße, ne? Da haben wir nicht so richtig viel Glück gehabt. So, Schiff gründen. Was nehmen wir denn? Sagen wir mal. Ork-Truder, genau. Nee, Ork-Trader. Machen wir Ork-Trader. Oder Ork... Genau. Machen wir das so. Okay. Wie fangen wir denn an? Versicherung. Möchte ich jetzt schon eine Versicherung abschließen? Nein, möchte ich nicht. Also jetzt aktuell noch nicht. Genau, jetzt aktuell interessiert mich das noch nicht mit dem. Aber hier haben wir zumindest schon mal einen Großteil der Sachen. Ja, das ist ganz schön. Titan-Generator, genau. Das sollte erstmal das erste sein. Wie viel haben wir jetzt? 2 Megawatt. Natürlich ist nicht so viel, ne? 2 Megawatt. 7, okay, das ist in Ordnung. Neun. Elf. Ja, machen wir 11. Gut, dann sollten wir erstmal nicht so schnell wieder Sorgen bekommen. So, dann ganz schnell erstmal Titantriebwerk hier hin und Korrekturdüsen und Gyrophalanx, genau. Hat man nicht irgendwo noch Trägheitsdämpfer? Okay. So. Erstmal Triebwerk, genau. Oh, okay. Warte mal. Kann ich das nicht irgendwie... So, genau, mal rückgängig machen. Ich habe das gerade gesehen, ne? Das passt ja nicht, weil... Falsche Richtung. So, ist besser. Ich denke, so passt das. Okay. Gut, ja, so muss es sein. So, dann ganz normal Eisenhülle. Ganz normal Eisenhülle, ja, super, ne? Hier spiegeln entsprechend. So, dann ist das schon mal abgeschlossen. Mhm. Triebwerke. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders, würde ich sagen. Ja, es muss ja auch mal Veränderungen geben, ne? Genau. So, das wären die Triebwerke. Die sollten für genug Schub sorgen. Da sollten wir ordentlich schnell mit sein. So, Schubdüsen. Das Wichtigste eigentlich. Die werde ich innen drinnen verstauen. Also die werde ich irgendwo reinpacken, damit wir halt die nicht großartig sehen. So. Gucken, wie wir das jetzt... Okay, wie viel Titan brauche ich? Geht eigentlich. Ja. Ja, machen wir das so. Okay, Quartiere. Frachtraum. Frachtraum ist gut. Ja, schön aus Eisen. Sehr schön. Und
Da eins zurück, dann passt es ja. Okay. Dann machen wir die Quartiere entsprechend unten drunter. Warte mal, erstmal muss ich hier das Gyro-Phalanx, genau. Wir wollen ja eine ordentliche Rotation haben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es hier entsprechend... vernünftig hinkriegen. Wie viel haben wir denn da? System-Upgrade-Slots, okay. Ah, jetzt wird es mit dem Titan nämlich eng, ne? Sehe ich gerade. Ja, aber so müsste das ausreichend sein. Oder? Ja. Gut. Trägheitsdämpfer können wir noch installieren. Die sorgen für einen guten Bremsschub und dass das Ding nicht so driftet. So. Integritätsdingsbums. Genau, das machen wir auch noch rein. Ich hoffe, das reicht jetzt für alles. Ja, also das reicht schon mal für diesen Bereich. Und das ist ja eigentlich mit das Wichtigste. So, jetzt müssen wir noch Quartiere. Quartiere. Da. Nehmen wir jetzt nur aus Eisen, das ist vollkommen in Ordnung. Die machen wir hier vorne ran. So. Wie viel haben wir da? 127, ja, das reicht. 127 ist absolut okay. So. Spiegeln, ja, das ist dem Ding versuchen, ein bisschen Form zu geben. Damit es auch ein bisschen hübscher aussieht. Okay, das geht. Ja, so passt das. Okay. Ach, nicht genug Eisen, hä? Ja, ich sehe es gerade. Egal, haben wir erstmal das eine, das ist auch in Ordnung. So. Echt nicht so einfach hier. Nein! Ja, obwohl, ja, so sieht das auch ganz gut aus. Das hat er da drüben auch schon gleich mit rangesetzt. Ah, so könnte man das auch lassen. Ah, keine schlechte Idee. Warte mal. Fehlt mir Eisen. Na egal. So. Jetzt muss ich mal gucken wegen den Türmen. Abwrackturm, Maschinenturm, Bergbau. Ich mache erstmal den Bolterturm. Achso, ein Block aus Titan muss das sein. Okay. Warte mal. Dann mache ich hier Titanhülle vorne dran. Genau. Ist das auch zentral?
Ah, so sieht's aus, ne? Ja. Gut, okay. So. Genau, dann haben wir zumindest erstmal einen Bolter da. Sehr schön. Und können uns irgendwie wehren. Halbwegs. Ja. Also nicht so richtig, aber. Ah, scheiße. So, was haben wir hier? Sprungreichweite finde ich gut. Kommt das mal rein. Ah, das Aufspürding finde ich auch gut. Ah, Asteroiden markieren, sehr schön. Und das mit den Türmen. Geschwindigkeit. Achso, erzeugt die Energie minus 47. Ne, das finde ich nicht so gut. Ja, dann haben wir noch das Handelsding. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Ah, ist ein bisschen träger als das letzte Teil, was wir hatten. Aber wir wollen auch eigentlich nur, wir sehen, hier können wir direkt hinspringen, ist natürlich super. Das machen wir natürlich auch. Und ich weiß ja noch ungefähr, wo wir waren. So, er berechnet noch. Okay. Achso, vielleicht sollte ich die anderen Geschütze auch draufpacken, habe ich gerade überlegt. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Was haben wir hier noch? Okay. Ah, da geht es nicht mehr, aber hey, wir haben immerhin 4 Türmchen. Die ordentlich Power haben. Ja, zum Verteidigen. Achso, falsche Richtung. So. Jetzt. Dann holen wir uns nochmal die Teile, also unsere Sachen wieder. Vorausgesetzt natürlich, diese Piraten haben das nicht mitgenommen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob die Piraten das mitnehmen. Bisher haben wir noch nie unser Wrack gefunden. Es gibt aber auch einen Marker, den man entsprechend. Das müsste, glaube ich, das sein, oder? Ich zoome mal raus. Das ist es nicht. Nur irgendein Händler hier, ne? Hm. Ich glaube, wir sind Richtung Planet geflogen irgendwie. Also das ist auf jeden Fall Titan. Das ist gut. Oh, das ist jetzt schon wieder beschossen. Ah, super. Gib Gas. Ja, wir haben halt keine Crew dabei. Das ist jetzt das Problem. Ah, ich habe keine Kanoniere. Das heißt, ich kann das gar nicht benutzen. Ist das scheiße. Habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht. Nein! Schneller, mach schneller! Ah, super. Okay. Wir müssen erst eine Crew anheuern. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ey, Karam, war gerade nochmal so Schwein gehabt. Nö, gut, dann machen wir das. Dann fliegen wir hier hin, holen eine Crew. Da wäre am besten beim Ressourcendepot.
Ja. Ich denke auch. Das wäre das Beste. Ganz schön viele Wracks hier, guck mal. Wow. Krass. Das ist natürlich echt heftig, ne? Müssten wir eigentlich einen Abwrackturm drauf machen? Dann entsprechend das alles runterballern. Ja, aber wir fliegen erstmal dahin und holen uns die Crew. Ausmachen dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker. Scheiße, ich werde überballert. Nein! Warum sind hier denn so viele? Es geht nicht gut, ich kann es jetzt schon sagen, ey. Oh, weia. Nein! Das ist sowas von uncool. Oh, weia. Naja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger. Scheiß Piraten!